dann mal wieder einen schönen guten Morgen an euch. Ich bin heute auf dem Weg hier zum Rostkopf. Der ist auch wieder oberhalb des Spitzingsees, der da unten im Tal ist. Bin momentan alleine hier unterwegs. Alles selbst Spuren, also ist vor Tagen erst einer lang gegangen hier mal wieder. Ist eigentlich ein ganz normaler Fahrweg. Und da gegenüber ist auch schon die Skipiste. Und da oben drüber links noch im Nebel, was auch noch früh ist heute, obwohl überall ist schon fast blauer Himmel, außer im Spitzingsee, da zieht es erst noch hoch. Aber es ist halt so ein kleiner Talkessel. Ja, hier so da, wo der blaue Himmel ist oder so, da muss irgendwo die Seilbahnstation sein, die Stümpflingsseilbahn. Ja, und dann da oben mein erstes Ziel. Aber ich habe jetzt erstmal längere Zeit die Kamera aus, weil, ja, aufgrund des Datenschutzes wegen der Skipiste oder so, passt es so nicht. Von daher, ich hoffe, dass ich oben hinter bei der Überschreitung allein unterwegs bin. Dann kann ich die Kamera für euch mal wieder laufen lassen. So, jetzt konnte ich euch eine ganze lange Zeit leider nichts zeigen vom Rostkopf oder so, aber im Winter ist es auch nicht so interessant, weil da absolut nur Skibetrieb ist. Aber wer mich jetzt schon kennt, weiß, die reine Natur, wo nicht so viel los ist, ist immer noch das Beste. Zumindest ist das meine Ansicht. Und ich bin jetzt kurz unter dem Stolzen Eck, 1604 Meter, der ist sogar ein bisschen höher, der Berg. Und dann gibt es noch den Stolzen Berg, der ist dann nochmal 5 Meter höher. Aber nicht unbedingt die Welt, aber vor allem jetzt hier schön alleine durch die Wildnis die letzten knapp 50-60 Höhenmeter bergan. Gestern hat es noch diesen ganzen Neuschnee hier gegeben, diesen schönen Pulverschnee. Deswegen sind jetzt so viele Skifahrer, Freerider und so weiter und so fort alle unterwegs. Aber selbst im Schnee ganz gut die Zeichen markiert. Aber trotzdem, GPS hilft auch nochmal verstärkt dazu. Und übrigens auf dem Rostkopf, also wer sich das nicht antun möchte im Winter, kann dann auffahren. Und dann auch mit Skiern runter. Übrigens, der Stolzenberg hat die schwarze Wegmarkierung. Besagt halt schwer. Warum? Da habe ich das Gefühl, dass ich das nur erfahren werde.
aber eigentlich müsste ich gleich schon auf dem Sturzeneck sein. Baum. Immer schon blauer Himmel, immer ein gutes Zeichen dann, wenn man in die Richtung geht und beendet es irgendwann.
genau. Ja, wir sind hier oben. Und runter. Servus. Geht's gut, ob ihr, oder? Ja. Servus.
mal drauf gucken, wo ich genau bin. Dann müsste ich hier hinter nämlich lang jetzt. Ja, genau, hier am Stolzen Eck. Jetzt weiter hier am Stolzen Eck. Servus. Wo kommst du raus? Vom Rosskopf hinten schon. Ja, vom Rosskopf schon.
Okay, wenn wir jetzt den Hang da runter wollten, eben, wir sind jetzt schon rausgekommen. Und jetzt versuche ich das morgen nicht mehr. Da hinten ist auch nicht mehr schön. Ist nicht mehr, ja. Nein, das ist die Hölle. Das ist alles los. Ja, aber dann müssen wir jetzt ja da den Hang runter. Genau, genau. Ja, den, okay, den müsst ihr runter. Also da okay. Ist mir schön, wenn jetzt nicht mehr nach unten Haufen kommt. Ja, super. Dann viel Spaß auch, ja. Ist schon echt fantastisch, einmalig. Schnee glitzert wie feinste Kristalle. Einfach geil hier.
müssen wir jetzt gleich am Stolzenberg sein. Der Stolzenberg. Ja. Sieht man so ganz ganz, es geht geradeaus, auch hinunter. So, wie hier geht es eine ziemlich steile Wand nach unten. Deswegen, ja. Es ist gedreht und da nach oben. Ja. Blöde, wenn sich da dieser blöde Schnee unter den Eisen verfängt.
ist es, wenn alles kaputt gefahren ist wegen den Skifahrern? Freeriden mit meinen Schuhen hier. Mein Gott, ey. Das ist blanke Radstöcke.
steigt gerade aus der Taubenstein mit der Taubensteinbahn da. Wenn man hier rutscht, hat man das beste Polster der Welt. Da mache ich auch ein Bild von jetzt. Der Blick in das Flachland, wo dann nichts ist. Ach. Einfach herrlich.
6:50 Uhr und fast den Abschluss gut. Also 2 Uhr könnte klappen, dass ich da zu Hause bin. Schauen wir mal. Haben die Einblicke jetzt gefallen vom Stolzenberg und Rosskopf, der da hinten ist? Das ist auch Abfahrt von Freerider und sonst was, sieht man die ganze Spur noch drin. Ja, ist schon krass, wenn man da hinten drauf ist. Das war jetzt hier rein wirtschaftlicher Berg.